Glück auf, Schatz aus dem Schacht, willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Channel. Ja Leute, heute will ich mit euch meinen Gaming-PC zusammenbauen, auf was ihr alles achten müsst, wie man das Ganze zusammenbaut, und das Ganze ist mit freundlicher Unterstützung von Be Quiet. Ja, willkommen zurück Leute, heute will ich mit euch meinen Gaming-PC zusammenstellen. Erstmal ein kurzes Vorwort, was ich alles verbauen werde. Bei dem Projekt war es mir auf jeden Fall wichtig, dass natürlich der Rechner viel Leistung hat, aber dass er auch leise ist und dass er nicht zu teuer wird, dass ihr da draußen euch das nachbauen könnt, wenn ihr Bock habt. Das Ganze ist mit freundlicher Unterstützung von Be Quiet, deshalb auch nochmal vielen Dank an Be Quiet. Ja, was verbauen wir? Also wir fangen mal bei dem PC-Gehäuse an, weil das relativ wichtig ist, denn wenn ihr ein schlechtes Gehäuse habt, werdet ihr alle anderen Teile nicht verbauen können. Wir haben hier das Silent Base 800, ist von Be Quiet. Ich freue mich, dass wir jetzt endlich auch ein PC-Gehäuse haben, denn wenn man gute Netzteile und Lüfter baut, sollte man natürlich auch ein gutes Gehäuse haben. Das ist echt ein sehr schönes Teil, ich habe mir das schon mal angeguckt und das werden wir dann auf jeden Fall auch zusammen auspacken und ich werde euch das mal kurz vorstellen. Bei dem Netzteil greife ich auf das Straight Power E10, auch von Be Quiet, zurück mit 600 Watt. Es reicht für mein System auf jeden Fall aus, denn ich werde das nicht mehr großartig erweitern. Wie man das Ganze berechnet, werdet ihr unten in der Beschreibung den Link finden. Da könnt ihr euch ausrechnen, wie viel Watt ihr ungefähr brauchen werdet für euer System. Und ich werde auch alle anderen Produkte unten in der Videobeschreibung einmal verlinken, dass ihr euch einfach nochmal die einzelnen Details nachlesen könnt. Ja, was verbauen wir noch? Und zwar das Mainboard. Das ist das Maximus Ranger von Asus. Ist wirklich ein sehr geiles Teil. Ist auch perfekt zum Übertakten geeignet. Und damit habe ich mich halt für diese Variante entschieden. Dazu passend den Intel i7-4790K. Ist aktuell so die schnellste CPU, die ihr verbauen könnt. Das K steht einfach dafür, dass ihr den ganzen Prozess auch übertakten könnt. Also wirklich für Gaming und sonst was perfekt geeignet. Hat auf jeden Fall genug Leistung. Bei der CPU-Kühlung setzen wir auf Corsair die H110. Das ist eine geschlossene Wasserkühlung, ist ein sehr interessantes Produkt. Ich bin auch gespannt, wie man das Ganze einbaut und werde dann auf jeden Fall in den kommenden Videos auch sehen. Grafikkarte habe ich mich für die GeForce GTX 970 auch von Asus entschieden. Die 970 ist in meinen Augen, finde ich, die beste Serie, denn die 980 hat nur minimal mehr Leistung, kostet aber eine ganze Ecke mehr. Und da man natürlich hier auch ein bisschen auf den Preis achten wollten, ist es natürlich das absolute Spitzenmodell, was man da hier verbauen können. Ja, was haben wir noch? Und zwar, wir haben noch 16 GB RAM, auch von Corsair. Ich werde vielleicht noch auf 32 GB RAM hochgehen. Ich muss erstmal schauen, wie ich mit den 16 GB auskommen werde. Ja, Festplatten werde ich nur SSDs verbauen. Ich habe hier zum einen 256 GB Samsung 850 Pro, da kommt das Betriebssystem und meine Programme, Spiele etc. drauf. Ist eigentlich einer der schnellsten SSDs momentan auf dem Markt und hat natürlich 10 Jahre Garantie und ist natürlich echt super, dieses Teil. Dann haben wir hier noch die Samsung 850 Evo, ist minimal langsamer als die Pro und da werde ich dann meine Daten drauf speichern. Ja, das ist eigentlich erstmal so das System gewesen, was ich mit euch verbauen will. Ich hoffe natürlich, ihr habt genauso viel Bock drauf wie ich. Gebt auf jeden Fall einen Daumen hoch, dass ich sehe, dass ihr mit mir die Videos zusammen machen wollt, dass ihr es auf jeden Fall auch anschaut. Und ansonsten soll es jetzt auch erstmal gewesen sein. Ich würde sagen, Leute, wir sehen uns beim nächsten Video. Und bis dahin, bleibt geschmeidig, locker flockig von der Hüfte. Bis zum nächsten Video, euer Black Almas.